Herzlich willkommen zum fünften Teil meiner 16-teiligen Videopodcast-Reihe Österreichische Politik, politische Bildung für Einsteiger, Einsteigerinnen, leicht gemacht. In der Videobeschreibung hier unten sind die anderen Teile verlinkt. In der Abbildung siehst du den Aufbau des politischen Systems in Österreich. In blauer Farbe wird die sogenannte Exekutive dargestellt, welche die von der Legislative, das ist in gelber Farbe gehalten, beschlossenen Gesetze ausführt und anwenden muss. Zur Exekutive gehören unter anderem die Bundesregierung, Landesregierungen und Beamte des Bundes und der Länder. Beamte sind zum Beispiel Polizisten. Die Legislative, also die Gesetzgebung, das was in gelber Farbe dargestellt ist, wird von Abgeordneten, Abgeordnetinnen ausgeführt, die in regelmäßigen Abständen von der Bevölkerung gewählt werden. Die Judikative, Gerichtsbarkeit, hier in grauer Farbe, entscheidet, ob die Gesetze von allen Menschen in Österreich eingehalten werden. Nur staatliche Gerichte mit ihren Richtern und Richterinnen dürfen darüber entscheiden, wer die Gesetze gebrochen hat und dürfen Strafen verhängen. In Österreich wird die Bundesebene und 9 Landesebenen unterschieden. Im Bund gibt es Exekutive, Legislative und Judikative. Der Bund ist also der Gesamtstaat. In den Bundesländern gibt es eine Exekutive und Legislative. Die Gerichte, das heißt die Judikative, sind in Österreich eine Angelegenheit der Bundesebene, des Gesamtstaates. Die Bundesversammlung ist eine gemeinsame Versammlung aus Nationalrat und Bundesrat. Wo werden die österreichischen Bundesgesetze beschlossen? Die sogenannten Bundesgesetze werden im Nationalrat, dem österreichischen Parlament, von den Nationalratsabgeordneten beschlossen. Die Nationalratsabgeordneten und deren Parteien werden von der Bevölkerung in regelmäßigen Abständen in den sogenannten Nationalratswahlen gewählt. Der Bundesrat ist die Vertretung der Bundesländer auf der Bundesebene. Man spricht auch von der Länderkammer. Der Bundesrat überprüft unter anderem jene Bundesgesetze, welche einen starken Einfluss auf die Bundesländer haben könnten. Der Bundespräsident, Bundespräsidentin ist das Staatsoberhaupt und Teil der Exekutive. Der vom Volk gewählte Bundespräsident wird von der Bundesversammlung angelobt. Wer leitet üblicherweise die Exekutive in einem Staat? Die Regierung mit ihren Ministern leiten die Ministerien, welche dafür sorgen sollen, dass die Gesetze im gesamten Land ausgeführt werden. An der Spitze der Regierung steht der Bundeskanzler. Ein Bildungsminister sorgt zum Beispiel dafür, dass in den Schulen alle Schulunterrichtsgesetze eingehalten werden. Wer leitet die Exekutive auf Bundesebene in Österreich? Die Minister der Bundesregierung unter der Führung des Bundeskanzlers sorgen für die Umsetzung, also die Vollziehung der Bundesgesetze. Wer leitet die Exekutive auf Landesebene in Österreich? Die Landesräte der Landesregierung unter der Führung des Landeshauptmanns oder der Landeshauptfrau sorgen für die Umsetzung, also die Vollziehung der Landesgesetze. Woran sind die Richter bei ihren Urteilen ausschließlich gebunden? Die Richter und Richterinnen sind unabhängig vom politischen Einfluss, also niemand darf zum Beispiel einen Richter dazu zwingen, ein bestimmtes Urteil zu fällen. Die Richter sind nur daran gebunden, die Gesetze zu erfüllen. Jeder darf nur auf Grundlage eines Gesetzes verurteilt werden. Der Verfassungsgerichtshof entscheidet im Streitfall, ob ein Gesetz der Verfassung widerspricht. Der Verwaltungsgerichtshof entscheidet im Streitfall, ob die Verwaltung des Staates, also die öffentliche Verwaltung, sich an die Gesetze hält. Bei den Landtagswahlen wählt die Bevölkerung der Bundesländer in regelmäßigen Abständen ihre Landtagsabgeordneten. Diese Abgeordnete der 9 Landtage beschließen die Landesgesetze für jeweils ihr eigenes Bundesland. Die Abgeordneten der Landtage wählen wiederum den Landeshauptmann und die Landesräte. Die Landtage entsenden auch die Mitglieder des Bundesrates, der die Interessen der Bundesländer gegenüber der Bundesebene vertreten soll. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich dann gleich wieder im 6. Video. Was macht das österreichische Staatsoberhaupt, also der Bundespräsident, die Bundespräsidentin?